Glyphosate is the world's most commonly used active ingredient against weeds. One use of glyphosate-based herbicides is to control weeds before harvesting. Glyphosate stops the growth of weeds and causes them to die back. By removing the weeds, farmers increase the threshing capacity of their machines and can harvest crops more efficiently. This means they can reduce their fuel consumption, workload, and yield losses at the same time. In Germany, this pre-harvest treatment takes place on 4% of the total arable land. Und bewirtschaften ca. 4000 Hektar, also ist die Acroburdegrün und ein paar Betriebe, die wir im Lohner mit bewirtschaften. Anbau 50% ist Winterweizen, Zuckerrüben, Raps und Mais für Biogasanlage und Körnermais und auch noch ein bisschen Wintergerste. Das ist so das Hauptsächliche, was wir bei uns im Anbau haben. Wir setzen Glyphosate schon seit mehreren Jahren ein, weil wir den Betrieb komplett fluglos bewirtschaften und da ist dieses Produkt für uns sehr wichtig im Betrieb. Also um die Flächen von Gräsern, also gerade Unkrautern und bestimmten Gräsern sauber zu halten. Glyphosate applications are particularly important for controlling persistent weeds such as couch and bentgrass, which commonly infest fields of winter barley and oilseed rape. These weeds flower and die around harvesting time. If farmers are not able to remove them completely before harvest, their roots remain in the ground and regrow after harvest, competing with the new crop. Ja, also wenn man überlegt, so ein Mähdrescher, der kostet ja ein paar hunderttausend Euro und im Schnitt läuft der bei uns 20 bis 25 Tage, ist das natürlich nicht allzu effektiv. Und wenn er dennoch an den Tagen nicht allzu viel schafft, weil man eben Unkraut in den Beständen hat oder Stroh noch so grün ist, ist er natürlich noch negativer. Und mit so einem Abspritzen, da kann man schon Flächenleistung oder Flächenleistungssteigerung von 10-20% erreichen. Glyphosate applications are also used to reduce the moisture levels of the grain. Especially in EU countries where wet summers are not uncommon, glyphosate treatments reduce drying costs. Ja, also wenn wir Getreide verkaufen oder einlagern, dann sollte die Feuchtigkeit unter 14% sein. Das ist Wassergehalt im Korn. Und wenn man natürlich so eine Hanglagen hat mit Berg und Tal, wo in den Senken noch relativ grün ist und die Feuchtigkeit hochgeht, ist das natürlich ein Problem, weil es dann zu Lagerproblemen kommen könnte. Und deswegen versuchen wir, eine gleichmäßige Abreife hinzubekommen, um damit die Kosten zu senken. Und ein weiteres Vorteil ist dabei, dass auch das Stroh nicht mehr so grün ist, weil Stroh ist mittlerweile auch ein Faktor, der wirtschaftlich interessant ist, weil viele Stroh suchen für Tierproduktion oder industrielle Zwecke. Und wenn das Stroh trocken ist, kann man es auch schneller pressen. Und ist die Gefahr nicht so, wenn bei wechselhaftem Wetter, dass es dann noch zwei, drei Tage liegen muss, weil es eben grün ist wie Heu, bis es trocken ist und dann hat es wieder reingeregnet. Also das ist auch ein Faktor, der mittlerweile immer mehr an Bedeutung gewinnt. To spray or not to spray is a balanced decision farmers have to make every year, weighing up weed growth, potential yield losses and costs. It can be a difficult decision to make, since weed growth often does not become apparent until it is time to harvest. Also wir hatten schon Jahre bei, wo wir gesagt haben, naja, es hat dies ja nicht viel gebracht. Wir hatten aber Jahre bei, wo wir Teilflächen abgespritzt haben, wo wir uns hinterher geärgert haben, dass wir nicht alles abgespritzt haben, weil wir das genau gemerkt haben, wo wir in die Flächen reingekommen sind mit dem Mähdrescher, wo nicht abgespritzt wurde, dass die Feuchtigkeit nach oben gegangen ist, die Mähdrescher höhere Verluste hatten und auch langsamer fahren mussten. Und im letzten Jahr war es bei uns so, die nassen Monate im Sommer, dass wir in den letzten Weizen sehr viel Unkraut wieder reinbekommen haben und haben wir leider nicht abgespritzt, aber das hätte uns wirklich weitergeholfen, weil wir so mit dem Mähdrescher schon Probleme haben mit dem Unkrautbesatz und wenn wir abgespritzt hätten, wäre das auch leichter gegangen. Aber das sind so Erfahrungswerte, die man sammeln muss. Today, precise application technologies allow better control. Using modern tractors with global positioning systems, farmers can make sure no areas are missed out and avoid spraying the same area twice. This enables farmers to minimize the amount of herbicide applied, allowing them to produce higher yields while respecting the environment.